Fall unseren zweiten wundervoller Starter aus das Ruhrpott, meine Damen und Herren, Sebastian 23. Hi. Vielen Dank, dass ich nochmal sprechen darf. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einen neuen Text vorzutragen, der gerade noch so passt, denn es ist ein Text, der davon handelt, wie der Winter in den Frühling übergeht. Und er heißt Frank und Freiheit. Dies ist im Übrigen keine der üblichen Geschichten zwischen Weihnachtsferien und Frühling. Es ist kalt in Deutschland, denkt euer Mann Frank, die Heimaterde ist Thüringen. Ein Kerl wie ein Wandschrank, doch sein Verstand fand Platz im Handgepäck. Sein Blick sucht gern bei anderen Stress, er isst aus Polen Sandgebäck, die Schuhe sind aus Bangladesch, im Urlaub blieb der Frank Quebec, ist in Kanada zum Wandern weg. Kommt er euch etwa vor, als ob er ostdeutsches Obst braucht? Fußt die Selbstsicherheit in Ecuador in einem Koksstrauch? Man ahnt, wenn man fragt, wie die Antwort aus viele. Im Supermarkt sucht er nach Mangos aus Chile, mag Massagen aus Thailand, auf dem Standort Bauchliege, brasilianischen Fußball und Kampfsport, auch Spiele, auf Konsolen aus Japan, Smartphones aus Taiwan, Kaffee Kolumbien, Oliven aus Umbrien, Hollywoods Blockbuster, schwedische Rockkasper, Whisky ist schottischer, nordischer Götterchor. Für den Ton an Silvester gibt es tschechische Feiergeschütze. Für den Sohn seiner Schwester die chinesische Spider-Man-Mütze. Und den Lorbeerkranz auf die Brust seines Polohemds näht eine Kinderhand im Hinterland Äthiopiens. Aber Ausländer findet der Frank scheiße. Na logisch, Frank. Dies ist im Übrigen keine der üblichen Geschichten zwischen Weihnachtsferien und Frühlingen. Es ist kalt in Deutschland, denkt euer Mann Frank, die Heimaterde ist Thüringen. Er redet gern von Lügenpresse. Grimmig-graue Prügelfresse gibt es ohne Zügeldresche, bist du platt wie Bügelwäsche. Denn er ist zum Austausch unfähiger, ewiger Nachredner der beliebigen Prediger von Pegida. Debiler, jugendlicher Wegschieber, kritischer Gedanken, lediger Erlediger, weniger Traktanten, aber immer wieder und immer weiter auf der Straße gegen Asylanten. Die Schuld am eigenen Schicksal Muslimen zu schieben. Frank denkt von ihnen, die sind nur hier, um Smartphones und Luxuslimousinen zu kriegen. Für die Ausländer ist seine Nationalhymne doch nur ein Werbejingle. Die wollen Frank die Frauen klauen. Aber er trickst sie aus und ist derbe Single. Die Letzte schrieb im Abschiedsbrief, er sei ein Zentner Hack auf Bein. Fast zum Weinen, ihn so abzuschreiben, doch keine Träne könnte das vermeiden. Karma ist ein Bumerang und er ein dummer Mann mit braunem Umhang an Brandbeschleunigern wie in den 90ern und Glut im Bauch zum Untergang. Er wirft den Funken dann in eine geplante Unterkunft für 100 Mann. Frank lebt im Vorgestern und hat nichts für morgen über. Er fordert Führer, aber ist nicht rechts, nur ein besorgter Bürger. Na logisch, Frank. Dies ist im Übrigen keine der üblichen Geschichten zwischen Weihnachtsferien und Frühling. Es ist Deutsch in Kaltland, denkt der kleine Bassam, die Heimaterde ist Syrien. Er ist 8 und trägt als Handschuhe Socken mit Löcher für die Daumen, ist trotz Nachtruhe wach, denn hat öfter diesen Traum, steht vorm Container, starrt der Dunkelheit von innen an die Schädeldecke. Besser, denkt Bassam, als wenn ich drinnen jeden wecke. So schlich er sich still aus dem beengten Raum, ein Stückchen weiter zur Laterne, die mit gesenktem Haupt einen kleinen Lichtkegel wirft, der Dunkelheit den Schrecken raubt. Bassam atmet an der Ecke aus, sein Mund steigt eine Wolkendecke auf, ganz leicht. Doch abrupt wie ein fallender Zweig stehen Riesen darin und sie kommen zu zweit. Es sind Frank und sein dicker Kumpel Mike. Für einen Moment stehen sie still wie die Zeit. Bassam ist je erschrocken, er rührt nicht einen Knochen. Von weit oben fällt ein Tropfen und die Dunkelheit steht offen, denn wo schwere Herzen klopfen, da gibt es nicht viel zu hoffen. Doch dann ändert sich was. Von ganz, ganz tief innen. Mike hebt den Schlagstock, um Bassam zu vertrimmen. Bassam steht im Schnee, weint eine kleinere Pfütze. Frank starrt auf Bassams chinesische Spider-Man-Mütze. Fragt sich plötzlich, wozu bin ich eigentlich nütze, wenn ich nicht jetzt und hier diesen Kleinen beschütze. Die Gedanken verschwimmen zwischen unten und oben, als würde die Welt aus den Angeln gehoben. Frank hebt die Faust. Ein Schlag, da liegt Mike schon am Boden. Bassam, der die Fassung schnell wiedergewinnt, sagt Schukran, bevor er zu rennen beginnt. Frank starrt auf Mike und verweilt mit gesenktem Haupt. Ein kleiner Lichtkegel, der Dunkelheit den Schrecken raubt. Danke. Thank you.
Ihr Applaus, meine Damen und Herren, für unseren bezaubernden letzten Starter heute Abend. Sebastian 23.